Coaching bedeutet, dass der Coach den Coaching-Klienten bei dem Entwicklungsprozess begleitet und unterstützt. Ich locke meine Klienten sehr gern aus der Reserve mit teilweise überraschenden Fragen, manchmal auch eben provokativen Fragen, frechen Fragen. Ansonsten arbeite ich sehr viel mit Elementen aus der Hypnose und mit Bodenankern, mit Aufstellungsarbeit und mit ganz unterschiedlichen Arten von Fragetypen. Ein Werkzeug, das mir besonders viel Spaß macht, ist das Beziehungsbrett. Das Beziehungsbrett ist einfach ein Koffer mit Holzfiguren. Diese Holzfiguren haben unterschiedliche Größe und mit diesen Holzfiguren stellt der Coaching-Klient sein System auf. Der eine Teamleiter-Kollege, der hat so ein bisschen eine Sonderstellung, denn der ist familiär verbandelt mit dem Chef. Und zwar sind die sind miteinander verwandt, das ist der Cousin. Ja, deswegen haben die eine relativ enge Beziehung. Also ein Teamleiter, Kollege, Cousin vom Geschäftsführer. Genau. Okay, gut. Systemisches Coaching bedeutet, wir betrachten den Menschen nicht alleinig, sondern eben immer in Beziehung in seinen verschiedenen Systemen, in Beziehung zu anderen Familienmitgliedern oder in Bezug zu Kollegen. Ja, die Anliegen, weshalb Klienten zu mir kommen, sind gerade drei, man kann richtig sagen, drei Trendthemen. Das ist nach wie vor der Dauerbrenner natürlich Führung. Ja, wie führe ich meine Mitarbeiter? Dann ist es ganz stark das Thema Work-Life-Balance. Ja, wie kriege ich das auf die Reihe mit meinem Privatleben in Kombination mit meinem Berufsleben? Und das dritte sind, ich nenne es mal Kommunikationsthemen. Ja, das können Konflikte sein mit Mitarbeitern und oder Familienangehörigen. Das ist so der dritte Themenblock. Coaching kostet bei mir persönlich 250 Euro pro Stunde. Wir haben allerdings ein spezielles Angebot, hier der Call-to-Action-Button. Wenn Sie selbst Zahler sind und noch nie Coaching gemacht haben, bieten wir Ihnen an, dass wir ein Coaching für nur 80 Euro pro Stunde machen.